Allerseits willkommen. Die Jahreszeit hat sich geändert. Es sind viele Monate vergangen, aber endlich habe ich dann dieses Buch hier zu Ende gelesen und möchte gerne eine kurze Rezension darüber sagen. Also, es heißt The Refugees von Viet Thanh Nguyen. Entschuldige die Aussprache. Ich lese ganz kurz hier hinten aus der hinteren Klappe. Geboren in Vietnam und aufgewachsen in den USA. Er ist der Autor von dem Buch The Sympathizer, welches im Jahre 2016 den Pulitzer Prize for Fiction gewonnen hat. Er hat auch sehr viele weitere Preise gewonnen. Er unterrichtet Englisch und amerikanische Studien und Ethnizität in der Universität von Südkalifornien und wohnt in Los Angeles. Also es ist eine Ansammlung von 8 kurzen Geschichten und ich empfehle euch dieses Buch wärmstens oder wahrscheinlich auch andere Literatur, die mit Migration zu tun hat. Aber dieses Buch insbesondere, weil es lässt sich sehr einfach und schnell lesen. Und ich glaube, die Geschichten sind sehr einnehmend. Und ich glaube, das Thema Migration gab es schon immer. Aber vielleicht ist es jetzt wegen den Globalisierungen einfacher für die Menschen strömen, versuchen nach A zu B zu wandern. Und ich glaube, solche Literatur erinnert uns immer daran, dass es nicht nur Ziffern sind und Geschehnisse, sondern auch Schicksale und Familien, die zerrissen werden und wie diese Geister immer noch herumspuken, entweder in der Gegenwart oder in einer ansonsten schönen Gegenwart, immer noch die vergangenen Generationen ihre Spuren halt bemerkbar machen in die Denkweise in einer Familie. Und in den Charakteren, wie sie agieren, was sie für Ängste, Träume und Impulse haben und so weiter. Und deshalb glaube ich, ist es enorm wichtig, dass uns solche Bücher ein bisschen die Geschehnisse aus der Aktualität, aus einer humaneren Perspektive sehen lassen. Also nochmal, The Refugees würde ich euch sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob es eine Übersetzung gibt, aber falls ihr das auf Englisch lesen wollt, dann kann ich nur sagen, es ist ein sehr schönes Buchlein. Also vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.